Ich grüße euch, meine Lieben, zu 3 Tage und 3 Nächte. Heute mit einem Tag Verspätung. Gestern war ja Freitag, der 13. Ich hatte einen ganz herrlichen Tag. The Fridays, Friday that ever Fridayed sozusagen. Und heute ist Samstag, der 14. Und ihr wisst ja, wie es ist. Ein Zauberer kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Er erscheint genau dann, wenn er es beabsichtigt. Und das ist hier und jetzt. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Hier seid und mit uns gemeinsam seid. Und ich begrüße natürlich auch alle die, die gerade jetzt über dieses Video stolpern, die neu sind, ja, und sich unserer wundervollen Community anschließen möchten. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei allen, die diesen YouTube-Kanal unterstützen mit ihren lieben Kommentaren, Likes oder natürlich auch Abos. Und ja, es ist mir eine Ehre, was soll ich sagen? Es ist mir eine riesengroße Ehre und eine Freude und ein Spaß, mit euch gemeinsam die Karten zu legen. Ich hoffe, ihr habt auch ein feines Getränk am Start, habt es euch ein bisschen gemütlich gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, alle reif für die Insel. Und ich sag mal so, lasst uns in die Karten starten, gell? So. Tassen und auch Erat Aliquando, das Kartendeck von mir, gibt es im Shop. Der ist in der Infobox verlinkt, der Jack Soul Angel Shop. Außerdem findet ihr in der Infobox sämtliche Kartendecks verlinkt, mit denen ich hier wirken darf. Und heute starten wir, habe ich was Neues, also so neu ist es nicht, aber ich lege neu damit, die Kibbor-Karten von Christefania. Ich finde die sehr, sehr schön und da gehen wir mal rein. Ne? Da gehen wir mal rein. 3 Tage, 3 Nächte. Das ist eine Energie, in der du dich unter Umständen mittendrin befindest. Es kann auch eine Energie sein, auf die du zurückschaust, die dir vielleicht auf irgendeiner Ebene noch was zu sagen hat. Oder natürlich kann diese Energie auch auf dich zukommen. Jedenfalls zeigt sich's und du wirst schon spüren, ob du in Resonanz bist. Das ist ja eine allgemeine Kartenlegung oder eben nicht. Ne? Und ja, wir sind ja alle Teil des Kollektivs und wenn dich hier was triggert, dann hat es möglicherweise dir auch was zu sagen oder hat was mit dir zu tun. Du fühlst, ich misch. So, 1, 2, wir hätten gerne 5, 3, 4. Perfekt. Ich bin sehr gespannt. Oh, da haben wir sie wieder. Die falsche Person, der reiche gute Herr. Ich mische die aber gleich nochmal. Dann haben wir den Zugewinn, Ehre und Erfolg und das unverhoffte Geld. Schauen wir mal, wie die sich sortieren. Das wird ja mal wieder spannend. Die falsche Person, ja, die unter Umständen einfach nicht die richtige ist. Ne? Da muss man ganz nüchtern betrachtet. So ohne Emotionchen und so. Ne? Und es geht los mit dem unverhofften Geld. Und das zeigt ja immer eine Wende an. Ich finde es sehr interessant. Hier ist ein Chamäleon dargestellt. Und das trägt einen Schirm. Das heißt, wenn man jetzt dieses Chamäleon von oben betrachten würde, würde man nur den Schirm sehen. Ein Chamäleon selbst passt sich ja an seinen Untergrund an. Aber es ist hier mit dem Schirm sowas von versteckt. Ne? Also etwas wendet sich hier oder kommt zum Vorschein, was man vielleicht noch nicht mal ahnt. Das ist für mich die Botschaft dieser Karte, da jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. Wir haben hier oben einen blauen Himmel, hier unten die grauen Wolken. Und selbst da, wo der Himmel blau ist, sieht man das Chamäleon noch nicht, weil der Schirm die Farbe der Wolken hat. Also hier ist eine Energie da, die sich zeigen wird, die sich aber vielleicht im Moment den Umständen anpasst, die sich aber verändern kann. Ich habe das Gefühl, in der Situation, auf die du schaust, da ist eine hilfreiche Kraft da, die sich ganz einfach anpasst und in einem Moment, der vielleicht eine Gunst der Stunde bezeichnet, sich zeigt und dann verändert sich etwas. Ja, das kommt mir deutlich rein. Dann haben wir den Zugewinn. Diese Energie bringt etwas in eine überaus positive Wende rein. Diese Energie wird sich zur richtigen Zeit offenbaren. Die hält sich noch sehr bedeckt, sehr versteckt. Und mit dem Zugewinn, das ist ja die größte Glückskarte in den Kibbor-Karten, ist hier ein bisschen anders bezeichnet, das ist ja von Deck zu Deck individuell, die wird ja auch als viel Geld gewinnen bezeichnet, ne? Kommt hier so ein Joker rein. Ne? Also die unverhoffte, wie heißt es hier, das unverhoffte Geld, ne? Was auch ja oftmals, nee Quatsch, das heißt immer das unverhoffte Geld. Das unverhoffte Geld, das sind ja so die kleinen Dinge, ne? Das ist so die Kleinigkeit, also diese Kleinigkeit, die hier noch zurückgehalten wird,
Da wird im richtigen Moment an einem Rädchen verdreht und dann fließt es hier. Dann wird so eine Joker-Energie freigesetzt. Und das unverhoffte Geld bringt hier eine unverhoffte Wende. Genau, so habe ich es doch auf den Punkt gebracht. Ja, und dann haben wir hier im Herzen der Reihe die falsche Person liegen. Das kann natürlich eine Person bezeichnen, geschlechtsneutral, männlich wie weiblich, jemanden, der in deiner Situation eine Rolle spielt. Das kann natürlich ein Hinweis auf Falschheit sein, eine Manipulation oder eben eine Intrige. Und da schauen wir aber mal weiter, wie es weitergeht. Es kann aber auch einfach nur für etwas stehen, was falsch läuft. Es muss keine Person bezeichnen. Dann haben wir hier den reichen guten Herrn. Der spiegelt in den Zugewinn. Da haben wir jetzt eine Person im Spiel. In deiner Situation könnte eine Gegenüberenergie für dich einen großen Segen bringen. Auch hier wieder geschlechtsneutral. Wir sind in einer kollektiven Legung. Also jemand, der im richtigen Moment erscheint, kann hier etwas, was falsch läuft oder eben eine falsche Person. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Neutralisieren, vielleicht auch komplett rauskicken. Ne? Das werden uns die weiteren Karten verraten und wir haben hier Ruhm, Ehre, Anerkennung. Also, aha, Ruhm, Ehre, Anerkennung. Das ist eine gestandene Persönlichkeit. Also das hier ist eine Person, die genießt ein hohes Ansehen. Und Ruhm, Ehre, Anerkennung spiegelt ja eben auch in das unverhoffte Geld. Also du wirst hier in einer Situation auch unverhofft wieder zu Erfolg kommen. Etwas, was hier vielleicht so ein bisschen so mittel läuft, ne, wo du sagst, naja, das ist jetzt eher so semi. Ne? Das wird durch diese Person in die Wende gebracht. Weil diese Person, dieser reiche gute Herr, hat die falsche Person auf dem Kicker. Ja, die falsche Person kann eine Situation bezeichnen, in der du dich befindest, mit einem Menschen, der manipulativ, falsch oder intrigant ist. Es kann aber auch einfach nur dafür stehen, dass eine Situation hier falsch läuft. Ne? Dass hier etwas falsch läuft und durch den reichen guten Herrn kommt hier definitiv die Wende rein. Ne? Das ist jemand, der in deinem Feld entweder schon ist oder auftauchen wird. Und der bringt dir hier auf jeden Fall die Lorbeeren rein, ne, mit dem Zugewinn. Das ist ein Joker, das ist dein Trumpf im Ärmel. Ne? Ist ja spannend. Da machen wir jetzt erstmal weiter. Ne? Also Erat Aliquando wird da jetzt drüber gelegt. Ich brauche aber erstmal ein bisschen Space zum Mischen. Es ist schon wieder spannend. Ne? Also hier wird auch schon wieder irgendwas aufgedeckt. Spannende Energien in spannenden Zeiten. Dann hätten wir gerne 5 drüber. Alles, was über 5 fällt, ist eine Zusatzbotschaft. 3, 4, 5. So, Realität, 7 Meilenstiefel, Baum der Welten, die Dorfkneipe und der Fuchs. Sortiert euch. Wo wollt ihr liegen? Da bin ich jetzt echt gespannt. So, das muss wieder hier so hin. Über unverhofftem Geld liegt der Fuchs. Also, dass hier eine Kraft im Moment noch zurückgehalten wird, ist clever. Diese unverhoffte Wende in deiner Situation, die da reinkommt, ne, die Energie ist da, die wird auch freigesetzt durch diese Person, durch den reichen guten Herrn, der hier die Wende bringt, aber erst im richtigen Moment mit dem Fuchs. Denn der Fuchs macht sich vorher Gedanken. Der schickt seinen Geist immer voraus. Also hier zeigt sich etwas überaus positiv im richtigen Moment und dann verändert sich alles. So, dann haben wir über dem Zugewinn die 7 Meilenstiefel liegen. Das bedeutet, das, was da auf dich zukommt, durch den reichen guten Herrn, denn der spiegelt in den Zugewinn. Da machst du unter Umständen in deiner Situation einen Riesenfortschritt oder einen Quantensprung. Die 7 Meilenstiefel sind mit der Zahl 21 der Joker in Erat Aliquando. Die 21 ist eine Jokerzahl. Mit der 21 läuft's. Und wir sehen hier auch, hier wird aus einem Schatten herausgetreten. Das spiegelt ja hier rüber in den reichen guten Herrn. Diese Person zeigt sich im richtigen Moment. Wird hier vielleicht auch etwas offenbart. Das kann auch eine Taktik sein. Ne?
Weil das Kernthema ist ja hier unsere falsche Person im Herzen der Reihe, über der liegt der Baum der Welten. Das bedeutet auch, dass diese Situation, in der du dich befindest, auch mit einer falschen Person Teil der Ordnung ist. Also das ist ganz einfach ein Thema, was angegangen werden will. Yggdrasil zeigt ganz einfach auch ein Zuhause an. Eine Energie ist aus gutem Grund da. Also gerade wenn etwas im Leben nicht so läuft und wir gehen eher in so eine ablehnende Haltung und sagen, bin ich raus, will ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, geht mir auf den Sack, will ich von der Backe haben, wie auch immer. Diese Energie, die dich hier vielleicht gerade auch prüft, die hat einen guten Grund, warum sie da ist. Also das will gelöst werden und hier wird es gelöst werden. Diese falsche Person, auch hier als Schlange dargestellt, das heißt ja auch immer eine falsche Schlange, die hat einen Grund, warum sie da ist, die hat aber auch einen Ort, wo sie hingehört. Sie bringt dich weiter. Das ist eine Erfahrung oder eine Lebenserfahrung, die du sammelst, die aber aus gutem Grund so ist, wie sie ist. Hier will ganz einfach was gemeistert werden. Ja? Und der Baum der Welten ist ja auch eine Schutzkarte. Das zeigt darüber hinaus auch, dass diese Person oder Situation dir nicht schaden kann. Wir haben hier in Runenschrift stehen, Odin passt auf. Also wenn Odin aufpasst, das ist ja der Göttervater, dann hat er auch schon sein Auge, er hat ja nur noch eins, auf diese Person geworfen. Die wird hier also auch beschattet. Sie wird dir keinen Schaden zufügen. Sie ist aus gutem Grund da. Das ist vielleicht ein Grund, den du im Moment nicht verstehst oder auch etwas, was du ablehnst, weil du vielleicht auch einfach diese Person in ganzer Gänze ablehnst. Ja, weil du sagst, will ich nicht in meinem Leben haben. Weg, weg damit, kann weg, raus, aus die Maus. Zum einen ist sie aus gutem Grund da und hat ihre Daseinsberechtigung. Zum anderen liegt da aber auch ein Schutz drauf. Sie wird hier beobachtet, Odin passt auf, hat sein Auge auf sie geworfen, hat sie ganz genau hier im Visier. Die wird beobachtet und die wird ganz einfach auf ihren Platz zurückgeschickt. Also wenn sie sich mit ihrer Energie in deinem Feld eingeschlichen hat, dann heißt das auch hier, geh zurück auf die Ebene, wo du halt ganz einfach auch zu Hause bist. Aber raus aus meinem Feld. Also hier löst sich was auf. Dieser Mensch, diese Person oder Situation wird verschwinden. Über dem reichen, guten Herrn liegt die Realität. Das ist jemand, der dir hier wirklich auf Erden in 3D, sagen wir es mal so, zur Seite steht. Diese Person ist echt. Das ist niemand, der nur mental mit dir verbunden ist, nur in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, die mentalen Verbindungen in Zeiten wie diesen, die können unglaublich stark sein, aber das ist jemand im Leben, der sich zeigen wird. Das ist also eine Person, der wirst du in real life begegnen. Das ist jemand Greifbares. Das ist jemand Greifbares, der hier deine Situation definitiv unterstützt. Und über Ruhm, Ehre, Anerkennung liegt die Dorfkneipe. Das ist also wirklich ein Mensch, der öffentlich ein Ansehen genießt. Die Dorfkneipe bezeichnet die Öffentlichkeit. Das ist eine öffentliche Person, jemand, der sehr erfolgreich ist in dem, was er tut. Und dieser Erfolg, ja, der schwappt zu dir rüber in deine Situation. Dieser Mensch kann dir hier helfen. Das ist der Richtige, sagen wir es mal so. Und der schaut ja hier schon dieser Schlange, dieser falschen Schlange, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf, ohne damit Personen oder Wesen angreifen zu wollen, sondern wir setzen es in Anführungsstriche, der schaut ihr hier ins Auge. Der stellt sich dieser Person. Der stellt sich dieser Person und ist hier für dich genau der richtige Mann, sagen wir es mal so. Kann aber auch eine Frau sein, ihr wisst ja. Jo, denn die männlichen Energien zeigen gegenüber Energien an, geschlechtsneutral, weil kollektive Legung. Das drehst du dir bitte so, wie es für dich stimmig ist. So, das ist ja schon mal der Moment, wo ich sage, so walks the rabbit. Dann schauen wir mal, was mit Tarot da drüber liegt. Ich splitte das mal hier ein bisschen, weil ich brauche immer viel Platz, wenn ich mische. Und wir legen weiter mit den Wächtern der Nacht. Mega schönes Deck, sehr große Karten. Ich werde die jetzt nicht springen lassen,
sondern ich ziehe die. Und zwar in diesem Fall wirklich mit links, weil ich habe ja Elvis, unser Stativ, mit am Start. Ne? Also sie sind wirklich riesengroß. Also selbst ich habe Probleme, die ordentlich durchzumischen. Aber ich kriege es irgendwie hin. Ja. Wenn diese Karten einen Tick kleiner wären, würde ich wahrscheinlich nur noch damit leben. Muss ich sagen, aber sie sind wunderschön. Sie sind wirklich wunderschön. So, einmal abgehoben. Oh, da bleibt nur eine. Gut. Oder waren es zwei? Da hätten wir gerne drei. Ach, guckt mal, jetzt habt ihr gar nicht gesehen, was ich hier eine schöne... Guckt es euch an. Das habe ich ja hier wie ein Profi, gell? Wie ein Profi. Habe ich es hingekriegt. So, da ziehen wir mal die erste. Oh, die Vier der Stäbe. Das ist ja auch eine Karte, die lieben wir ja grundsätzlich, ne? Weil die Vier der Stäbe zeigt ja eine Begegnung an, eine Offenheit, ne? Ein Treffen, eine Verbundenheit. Mit dem Vollmond wird hier eine sehr gefühlvolle Begegnung auch angezeigt. Ne? Die Elstern sind ja auch sehr clever, ne? Also da kommen bei mir ja auch so zwei Strategen irgendwie rein. Ich habe das Gefühl, einer der beiden ist dieser Herr. Ne? Und da du die Legung schaust, geht es um dich. Und ich habe ja gesagt, dieser Mensch steht dir wirklich hier in real life zur Seite. Also hier steht eine Begegnung an. Und ich befürchte, positiv, im positiven Sinne, ist eine positive Befürchtung, ne? Dass du diesem Menschen begegnen wirst. Und das wird eine schöne Begegnung. Dieser Mensch kann dir in einer Situation weiterhelfen. Der wird was klar machen. Ne? Der ist hier vis-à-vis mit Annemarie. Ne? Nennen wir sie doch mal so. Das ist eigentlich auch, nein, vergesst den Namen wieder. Das kam jetzt nur so durch mich durch. Ne? So, also hier steht eine Begegnung an. Man sieht sich. Ich finde es auch sehr interessant, weil dieser Weg hier, der hat irgendwie Augen. Ne? Man sieht sich, man schaut sich in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Und was gesehen werden will, die ganzen Glühwürmchen mit ihren Leuchtpupöchen. Ne? Die Glühwürmchen stehen ja eben auch für ein Umwerben. Ne? Also man schaut sich hier in die Augen, man begegnet sich. Da ist eine Offenheit da. Da ist mit der Mondenergie natürlich auch ein Spiegel da. Man erkennt sich hier vielleicht auch im anderen. Also hier läuft's. Wenn dieser Mensch in deinem Leben auftaucht und ihr begegnet euch, dann wirst du spüren, es ist richtig. Das passt. Ne? Das passt. So, dann schauen wir mal weiter. Zweite Karte. Schon wieder die 10 der Schwerter. Also der Kuckuck verfolgt uns. Ne? Der Kuckuck verfolgt uns. Es geht hier bei der 10 der Schwerter um eine Niederlage. Und zwar eine, die hier einen komplett niedergestreckt hat. Aber hier der Kuckuck, da habe ich das Gefühl, das könnte was mit der Schlange zu tun haben. Denn so ein Kuckuck, der ist ja quasi als Ei in ein Nest gelegt worden. Der kann ja nichts dafür. Also, was heißt kann nichts dafür? Wir sind immer an den Situationen in unserem Leben irgendwie beteiligt oder über Dritte beteiligt. Ich habe hier aber das Gefühl, eine dritte Person könnte hier die zweite Person zur Schlange gemacht haben. Wer weiß das schon? Das kann so sein. Also, dass der Kuckuck im Endeffekt in eine Situation hineingeboren wurde. Ne? Und der Kuckuck verhält sich aber jetzt so, wie sich so ein Kuckuck verhält. Er will gefüttert werden, er will genährt werden und er will alles für sich. Ne? Also er teilt nicht sein Nest und deswegen hat er auch mit seinem Kuckuck-Popo das andere Küken rausgeschmissen. Und das ist da hier dahin gestreckt. Ne? Und jetzt haben wir hier diese überaus positive Begegnung, die hier einer solchen Niederlage entspringt. Auch da zeigt uns das Leben, egal was uns widerfährt, wir kommen in eine Situation rein, in der wir vielleicht wirklich zu Fall gebracht werden. Ne? Wir sind am Boden, vielleicht auch am Boden zerstört. Das ist ja auch so eine Redewendung, man ist am Boden zerstört. Und aus diesem Grund, ja, weil man ganz unten angekommen ist, können wir aber wieder aufstehen. Und es gibt immer Energien, Kräfte, Menschen, die uns zur Seite stehen. Und ich habe das Gefühl, aus einer Niederlage entspringt hier diese wertvolle Begegnung. Weil dieser Mensch ist hier der Richtige. Das ist der, nennen wir ihn doch mal Mann, das ist der richtige Mann.
Ne? Das ist der richtige Mann. Das ist einer, der hat mehr drauf, außer Zahnbelag, der kann was. Ja? Der steht in der Öffentlichkeit, der ist gut aufgestellt, Ruhm, Ehre, Anerkennung, Ruhm, Ehre, Erfolg, öffentlich vielleicht auch sehr angesehen oder alles zusammen irgendwie. Der kommt hier in dein Leben, in deine Realität, ja? Hilft dir in einer Situation, wo sich eine Energie in dein Feld eingeschlichen hat, die schlussendlich aber einen Grund hat, warum sie da ist. Und wenn es der Grund ist, dass du diesen Menschen kennenlernst, ja, es musste so kommen. Du fällst aus dem Nest, bist am Boden zerstört. Ne? Jemand anderes ist in eine Situation wieder reingeboren worden, ist dort geschlüpft, verhält sich dort so, wie sich ein Kuckuck verhält, will genährt und gefüttert werden, und zwar nur er. Ne? Für andere ist kein Platz mehr, du fällst. Und aus diesem Niedergang, aus dieser Niederlage, entspringt aber hier eine wertvolle Begegnung. Weil, wärst du nicht aus dem Nest gestoßen worden, am Boden zerstört gewesen, hätte dieser Mensch, zumindest momentan in deinem Leben, gar keine Rolle gespielt. Na, also das ist Teil der Geschichte. Es zeigt uns auch, die Schlange ist aus gutem Grund da, diese falsche Person, weil sie auch zu einer Wende beiträgt. Jetzt sind wir ja wieder am Anfang der Reihe, ja. Hier ist ja eine Energie da, die wird sich zeigen, zeigt sich aber noch nicht. Die ist gut versteckt, aber es ist im Endeffekt was Gutes. Und das kann sogar ein Anteil dieser Schlangenenergie sein. Ne? Und roundabout wird es ja hier aufgedeckt, genau im richtigen Moment. Hier wird, also auch, aha, im richtigen Moment, da kräht er unser Kuckuck. Der Fuchs schickt seinen Geist voraus. Ne? Und wenn der Fuchs mit dem unverhofften Geld, ja, also hier ist etwas noch nicht, hier zeigt sich etwas noch nicht, der bringt ja hier Ruhm, Ehre, Anerkennung. Ja, durch diese Person, die in der Öffentlichkeit demnach eine ganz schöne Hausnummer ist. Ja. Was ist eine Person mit öffentlichem Ansehen? Ne? Also das muss, also reicher Bruder her, das zeigt natürlich hier auch Glanz und Gloria, hat ein Standing und, und. Das kann ein erfolgreicher Mensch sein, das kann aber auch einfach jemand sein, der so mit der Dorfkneipe auch bekannt ist wie ein bunter Hund. Ne? Also stellt euch jetzt bitte nicht vor, dass das jetzt Gott weiß, wer sein muss. Ne? Es kann einfach jemand sein, den man kennt, der auch Ansehen genießt und ja, wo man auch, oder der auch einen gewissen Respekt entgegengebracht bekommen kann. Ne? Also das ist ein Mensch, der, ja, wo man sich auch gerne hinwendet oder der bekannt für bestimmte Dinge ist. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass der wirklich reich ist. Also reich kann man nicht nur an Materie sein, sondern ganz einfach auch an kribsende Birne. Ne? Also was bezeichnet reich? Reichtum bezeichnet ja auch wieder sämtliche Ebenen. Der kann auch reich an Herzenskraft sein, ne? Sehr empathisch zum Beispiel. Reich an Ideen, ne? Ideenreichtum ist auch ein Reichtum. Ne? Natürlich kann er auch reich an Materie sein, aber ich will euch damit sagen, das spielt hier nicht die Hauptrolle. Er ist unter Umständen bekannt wie ein bunter Hund und vielleicht auch einfach reich an Erfahrung. Ne? Ja, die Dorfkneipe, das ist ein Mensch, ein Lebemensch. Einer, mit dem du auch ein Bierchen zwitschern kannst, ne? Mit dem du am Tresen stehst und wo du hier so passt, ey. Ne? Das kann auch wirklich ein jemand sein, der dir freundschaftlich, locker und offen zur Seite steht. Eine lockere Person. Ne? Also mir kommt da ein ganz weites Herz rein, eine Offenheit, auch eine Lebensfreude. Ne? Reich an Energie kann auch jemand sein. Und wenn dieser Niedergang nicht gewesen wäre, also schlussendlich ist diese Schlange, diese falsche Person, ja, dein Freund, ne? Weil ohne diesen vielleicht unangenehmen Zwischenfall mit dieser Energie, würdest du diesen Menschen nie begegnen, weil es gar nicht notwendig gewesen wäre. Ne? Und hier findet Begegnung statt. Also man kann hier dieser Person schlussendlich noch dankbar sein. Ha! Wie sagt Gandalf so schön? Sinngemäß, ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, aber es ist wirklich so, dass manchmal die, die Böses im Schilde führen oder gar bösartig sind, aus Versehen etwas Gutes tun. Ne? Am Ende hat es dir gedient und du gehst... Ja,
mit dem Fuchs als Sieger raus. Ne? Sagenhaft, eine schöne Energie. Wir brauchen aber noch eine Tarotkarte. Und da zieht es mich jetzt hier hin. Die 9 der Stäbe. Ne? Also es kann schon sein, dass hier haben wir ja so ein, ich zeige euch gleich die Karte, ich muss mal kurz auf mich wirken lassen. Wir haben hier ein Stachelschwein. Ne? Und die 9 der Stäbe, das hat was zu tun mit unter Druck setzen. Hier haben wir aber wieder den Fuchs. Der Fuchs nimmt dir hier einen Druck. Und der Fuchs ist für mich eindeutig ist das eine Energie, die der reiche gute Herr, weil es direkt drüber spiegelt. Ja, er ist in front of mit dieser Schlange. Ne? Der Fuchs ist eine Energie, die der reiche gute Herr mit sich bringt. Der ist clever. Und der wird dich hier entlasten. Ne? Also der nimmt hier einen Druck raus. Ja. Das Stachelschweinchen. Also ich stelle es mir gerade schlimm vor, dass dieses Stachelschweinchen, also das sind ja dicke Stacheln. Also ein Stachelschwein ist ja nochmal was anderes als ein Igel. Wobei der Igel hat auch dicke Stacheln. Aber ich meine, diese Stachelschweinstacheln sind ja so ganz lang. Sehen so ein bisschen aus wie Mikado-Stäbchen, gell? Aber wenn es die verliert, das tut bestimmt weh. Ne? Also es sieht hier auch ganz unglücklich aus. Und ich habe das Gefühl, der Fuchs, der entlastet dich hier oder der stellt etwas wieder her, der bringt was in die Heilung. Das kommt mir rein. Wir sehen hier auch hier gefällte Bäume, ne? Und das sind abgekappte Verbindungen. Wenn die Bäume die Verbindungen von der Erde in den Himmel sind, ist hier halt auch eine Verbindung unterbrochen. Und so hat das Stachelschwein seine Stacheln verloren. Der Fuchs gleicht hier wieder was aus. Der gibt dir zurück, was dir gehört. Und es kann sein, dass hier eine Energie dich sehr belastet. Das hat was mit der Schlange zu tun. Du fühlst dich hier vielleicht auch mit der, wenn man die Stab 9 jetzt mal umlegt, unter Druck gesetzt. Und dieser reiche, gute Herr, der stellt hier auch etwas wieder her. Ne? Der stellt hier vielleicht auch eine Anbindung oder Verbindung wieder her. Er sitzt ja hier auch schon auf dem gefällten Baum. Er versteht hier, was passiert ist. Er kann es nachvollziehen. Also das ist eine ganz, ganz wertvolle Energie. Ne? Ich fasse das dann auch, ups, jetzt habe ich es umgedreht, das wollte ich doch gar nicht. Ich fasse es dann auch zusammen. Also auch hier, er spiegelt ja dann hier in die 4 der Stäbe. Das ist wie befreiend. Das ist befreiend. Und es ist so, dass diese Situation oder Person, die am Ende dient, auch wenn sich das im Moment noch nicht so anfühlt, aber ohne sie würdest du diesen Menschen nie kennenlernen. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch kann dein Leben sehr bereichern. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Also heißt jetzt nicht, dass das jemand Neues ist. Das kann auch ein Begleiter sein, der schon lange in deinem Feld ist, den du vielleicht auch kennst, der aber jetzt wichtig für dich wird. Ja? Dann schauen wir mal mit den Engeln und Ahnen, was sich da so drüber legt. Wir sind ja immer noch nicht am Ende. Und wie ihr wisst, erst am Ende haben wir hier ein Gesamtbild. Ne? Erst am Ende ist diese Geschichte erzählt. Engel und Ahnen. Dankeschön. Boah, der Herzhüter. Liebe und lass dich leiten. Ja. Dein Herz weiß um den Weg. In die Richtung, wo es schlägt, liegt der Auftrag. Also es ist hier eindeutig nochmal so eine Aufforderung, hör hier auf dein Herz. Was sagt dir dein Herz in dieser Situation? Und dann wirst du auch spüren, dass er der Richtige ist. Du spürst vielleicht auch schon längst die Verbindung. Na? Lass dein Herz dein Leitwolf sein. Also hier findet was statt, also hier findet eine Begegnung statt. Und du fühlst es schon. Das kommt mir deutlich rein. Du kannst es schon fühlen. Ne? Ein kleines Vorhofflimmern. Also bei mir drängt sich hier schon so ein bisschen so ein leichter Romantikfaktor auf. Ich muss es jetzt schon mal so sagen. Ne? Okay, jetzt schauen wir mal unter die Decks. Unter den Kipperkarten haben wir den langen Weg. Das bedeutet, hier steht was an, Baby. Ne? Also die Situation, auf die du schaust, existiert entweder schon länger oder zieht sich in die Länge. Ne, es kann auch sein, dass dieser Mensch
hier den Weg mit dir gehen wird. Der geht einen Weg mit dir und es kann ein langer Weg werden. Was ja, wenn das so eine positive Energie ist, sorry, sicherlich sehr schön ist, ne? Eine schöne Vorstellung, wenn dieser Mensch an deiner Seite gehen wird, ne, also auch langfristig, dann ist es auch ein Hinweis, er wird dich hier länger begleiten. Es kann natürlich auch bedeuten, dass sich hier auch mit der Schlange, mit der falschen Person noch etwas in die Länge zieht, wobei ich das Gefühl nicht habe, denn das unverhoffte Geld bringt ja eine Wende rein, in einem Moment, wo man nicht mit rechnet. Ja, also hier kann es, was sie betrifft, oder also sie in Anführungsstrichen, diese Person, meine ich jetzt mit sie, die Person, kann auch mal ganz schnell, kann da auch mal der Weg abgeschnitten sein. Ne? Das kann schnell gehen, weil hier ist auch diese schnelle Energie drin und dann haben wir hier noch den Zugewinn liegen, den Jackpot und vor allen Dingen auch hier diesen Schritt ins Licht. Man tritt hier aus einem Schatten heraus und dann ist sie auch entlarvt und dann ist sie raus aus dem Rennen, ja, aber der lange Weg, ne, der kann eben auch die Verbindung zeigen oder dass dieser Mensch hier ein Gefährte ist, der dann den Weg mit dir weitergeht. Also hier kann wirklich aus einer schwierigen Situation, in der du dich befindest, was Schönes Neues entstehen und man wird sich hier begleiten, ne? Und dieser Mensch bleibt in deinem Leben und nicht nur, in einer Situation an deiner Seite zu sein, sondern der bleibt länger, ne? Ach so, hier ist noch hier da. Als nächstes kommt nämlich das Haus. Als ob man hier eine Basis schafft oder eben nach einem langen Weg zu Hause ankommt. Das wollen wir jetzt auch noch mit reinnehmen. Also hier kann schon durchaus ein Fundament entstehen. Ne? Und das ist wieder sehr, sehr positiv zu bewerten. Dann haben wir hier unten das Eichhörnchen unterm Erhard, ne? Und den Bergkristall. Klare Kommunikation. Ne? Also es kann sein, dass in Kommunikation vielleicht die Energien ein bisschen schwierig waren, weil das Eichhörnchen halt auch einen Schatten mit sich bringt. Missverständnisse können hier auch angezeigt sein, die sich in deinem Feld irgendwie aufhalten. Missverständliche Kommunikation, wenn das so ist, mit dem Bergkristall kommt Klarheit rein. Man erkennt ihn gar nicht so richtig, gell? Seht ihr den? Ich denke schon, gell? Der Bergkristall, jetzt so könnte es was werden. Also hier klärt sich auch Kommunikation. Kommunikation wird hier locker flockig und auch Verbindung wird hergestellt. Ne? Ein Draht, ein heißer Draht. So, unterm Tarot, da müssen wir ja jetzt hier die aller unterste, das ist ja die hier. Ne? Oh, ich habe es euch gleich gesagt. Der Romantikfaktor, ich habe es gleich gesagt, ne? Ich habe es eben gesagt, also dieser reiche, gute Herr, ich habe es doch schon gleich wieder geahnt, ne? Hier geht doch was, ne? Dein Herzlein schlägt schon in diese Richtung, dir schwant schon was, ne? Also was? Im wahrsten Sinne des Wortes, dir schwant schon was, also du spürst da eine Herzverbindung und schlussendlich liegt ja auch der Kelch Ritter unterm Deck, ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Love-Faktor, ne? Also Schmetterlinge, Schwäne und so schöne Gefühle, so ganz kelchig, ne? Und der rote Mond, ne? Das ist dein rotes, schlagendes, gefühlvolles Herz, ne? Und der Schwan, der dich hier so anflattert, ne? Das ist ja auch so ein sehr, habt ihr das schon mal gesehen, wenn ein Schwan das macht und das Wasser glitzert dann so, das ist ja, jetzt habt ihr alle ein Bild im Kopf, gell? Ja, hier tut sich was, ne? Also, dieser reiche, gute Herr und du, ne? Wir haben es ja hier auch bezeichnet durch die vier der Stäbe. Auch hier ist ja schon das Gefühl und mit den Glühwürmchen, das Umwerben, ne? Da tut sich was, ja, und dann kann man hier dieser falschen Person, diesem Schlangentier dankbar sein, schlussendlich, ne? Spannend. Ja, dann schauen wir mal unter die Engel und Ahnen und da haben wir den Seher. Ne? Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus, also sieh nicht nur das, was dich gerade zwiebelt, ne? Mit dieser Schlange, sondern Weitblick ist hier angesagt. Ne? Also sie schaut hier in eine Kugel und die Kugel steht ja für das ganze Universum. Ne? Also hier wirken ganz einfach kosmische Kräfte. Und als Seher kann man auch sagen, hier ist etwas vor
gesehen. Also achte auch auf deine Vorahnungen. Ne? Was fühlst du? Das ist was sehr Intuitives. Fühl mal rein, die Situation, in der du dich befindest, könnte ein Geschenk an deine Seele sein und du brauchst dich nicht dagegen wehren oder sie verteufeln, sondern am Ende kommt da was für dich dabei rum, wo du dankbar sein wirst, was ganz, ganz Schönes Neues. Ne? Ist ja spannend. Etwas, was du vielleicht so nie gedacht hättest, ne? Was es werden könnte. Heieieiei. Jetzt ziehen wir uns nochmal Runen und Symbole. Ne? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune oder welches Symbol liegt denn auf der gesamten Legung? Das Herz. Ich. Na? Ich liebe. Das ist für mich die Situation, die da drauf liegt, diese Liebe, ich liebe das, was das Leben mir schenkt. Jede Prüfung, auch wenn ich das Gefühl habe, etwas ist so gar nicht liebenswert, ich lieb's. Ne? Also das ist vielleicht auch etwas, woran wir erinnert werden oder arbeiten dürfen, es zu lieben. Und wenn ich es liebe, dann nehme ich es an. Ne? Und wenn du diese Situation liebst, dann liebst du dein Leben, weil es ist ja gerade Teil deines Lebens. Und wenn du in dieser Liebesschwingung bist, ziehst du natürlich auch die Liebe ins Feld, was sich ja hier so zeigt. Ne? Mein lieber Schwan. Spannend. Welche Rune oder welches Symbol begleitet dich denn, ne, in dieser Energie? Der Phönix. Oh, der ist wichtig. Na, das heißt, das Küken, was hier aus dem Nest, weil der Kuckuck hier uns auch gerade wieder mal so reinkräht, na, das Küken, was aus dem Nest gefallen ist, das ist ja gar nicht tot. Wie der Phönix aus der Asche wirst du hier aus der Asche ersteigen, muss man ja schon fast sagen. Na? Und du bist ein Feuervogel geworden. Breite deine Feuerflügel aus. Ha! Welche Rune oder welches Symbol liegt denn auf der Schlangenenergie? Womit haben wir es denn hier zu tun? Die Reitung, ne? Das ist der Takt, eine Taktik. Die hat einen Rhythmus. Na, also, da, also bei mir kommt da der Takt rein und die Taktik. Na, also das, und es ist, wiederholt sich, es ist immer das Gleiche. Das ist wie, wir hatten es ja hier erst gehabt mit Walser tanzen. Also im Endeffekt ist es immer die gleiche Leier. Ja? Das ist etwas, was gleichbleibend ist und deswegen macht es für mich die Sache auch berechenbar. Es zeigt aber auch, dass auch diese Energie ihrem Herzen folgt. Könnte auch bezeichnen, dass diese Energie oder diese Situation in ihrer Wahrheit ist. Und das sage ich ja die ganze Zeit schon. Sie ist aus gutem Grund da. Es liegt ja auch der Weltenbaum Yggdrasil auf ihr. Sie ist im Moment Teil der Situation, weil es so sein soll. Ne? Sie folgt auch ihrem Herzen. Situation oder Person, wer auch immer die falsche Person für dich ist. Wer oder was auch immer es für dich ist. Ne? Aber da liegt auch ein Schutz drauf, also die kann dir hier nichts. Ne? Diese Schlange, die hat gar keine Giftzähne mehr. Ne? Die hat sie sich vielleicht schon woanders ausgebissen, gell? Ich weiß es nicht. Also, was heißt, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was die Schlange geschafft hat, aber ich weiß, so wie ich diese Energie hier wahrnehme, kann sie dir nichts. Ja, wo sind jetzt meine Stimme hin? Oh mein Gott, was ist passiert? Das muss die Schlangenenergie sein. Die sich hier bei mir um den Hals wickelt. Verrat mich nicht. Erzähl doch nicht so viel über mich. Das soll doch keiner wissen. Wer ich bin und das, was ich mache und dass ich keine Zähne mehr habe. Meine Güte. Welche Rune oder welches Symbol, und schon ist die Stimme wieder da, liegt denn hier auf unserem reichen guten Herrn? Ich hab's.
Ihr seht es selbst, ja, die Rune Iwas. Der spielt eine Rolle in deinem Leben. Könnte ein Gefährte sein, ein Soulmate. Die Rune Iwas, die Rune der Seelenliebe. Ne? Auch eine der Runen, auch die Eibe, ja, das steht ja für die Eibe, wird manchmal, also Yggdrasil wird auch manchmal als Eibe dargestellt, weil Yggdrasil wird ja nachgesagt, das ist ein immer grüner Baum. Die Weltenesche, ne? Jetzt ist es aber so, dass die Esche nicht immer grün ist, die Eibe schon. Die Eibe hat ja weiche Nadeln, also es ist ja eigentlich, ja, die Eibe hat, habe ich Eiche gesagt? Ich meine natürlich die Eibe. Die Eibe hat ja weiche Nadeln, die ist ja nicht so starrlich wie eine Tanne oder Fichte, sondern die hat so ganz weiche Nadeln, die sie auch nie verliert. Die ist immer grün und geht somit auch noch bei den Laubbäumen mit durch. Sie ist so beides, ne? Was eben auch wieder zeigt, beides sein, also wenn zwei verschmelzen, das ist eine typische Eibenenergie. Die Eibe, die oftmals von innen hohl wird, also wenn sie sehr alt ist, kann die von innen hohl werden, die steht auch als Portal. Die zeigt Übergänge an, die zeigt die höhere Ebene an, die zeigt höhere Wege an und ist halt eben auch Portal für Gefühle, ne? Von oben nach unten, von unten nach unten. Das ist ja auch eine Lagos-Rune in sich. Und da ist ja ein Verschmelzen der Lagos-Energien. Ja, die treffen sich in der Mitte, ergeben eine Symbiose. Jenseits zwischen richtig und falsch liegt ein Ort, dort werden wir uns begegnen. Und hier findet ja die Begegnung statt. Diese Situation hat ein Geschenk für dich. Die bringt dir einen Menschen in dein Leben, der ohne diese Situation keinen Grund hätte, da zu sein. Eine Situation schenkt dir einen Menschen in dein Leben. Vielleicht kennst du ihn auch schon und jetzt spielt er eine Rolle. Du kennst ihn vielleicht schon lange. Das weiß ich nicht. Ja? Aber jetzt kommt er und er kam, sah und siegte, muss man schon fast sagen. Und er wird siegen. Er kam, sah und siegte. Das ist das Geschenk der Schlange. Schatzis, in diesem Sinne machen wir das Sack zu. Eine spannende Legung. Ich freue mich riesig, wenn ich euch damit eine Unterstützung sein konnte, euch eine Freude machen konnte an diesem herrlichen Samstag, den 14. Zeit spielt bei uns keine Rolle. Dieses Orakel hat seine Zeit für dich, wann auch immer du es geschaut hast. Ja. Und ich bedanke mich, dass es euch gibt. Und ich möchte auch an dieser Stelle wirklich nochmal Danke sagen für eure Wertschätzungen. Für eure unglaublich großen Wertschätzungen zu mir, auch über mein Wertschätzungskonto. Danke, danke, danke für alles, was ihr mir gebt und auch immer wieder gebt. Ich lese eure lieben Botschaften also auch übers Wertschätzungskonto und möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken und natürlich auch für eure liebevolle Post, die hier wirklich nahezu täglich, ne? Also ich habe immer irgendein Päckchen von der Community dabei. Das ist so eine Freude für mich, dass ihr mir zeigt, dass es euch gibt. Dankeschön und wir hören uns auf jeden Fall in der neuen Woche wieder. Es geht alles weiter, ne? Und zwar immer der Nase nach, ne? Nee, immer dem Herzen nach. Ja, immer dem Herzen und der Nase. Einigen wir uns doch einfach auf beide. Bis dahin, bleibt freundlich miteinander und wertschätzend. Bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.